Hallo und ein herzliches Willkommen wieder bei Let's Play Mass Effect. Wir betreten die Hauptanlage. Betreten die Hauptanlage und räumen sie von den verdammten Batarianern. Zack, weg. Zack, erledigt. Weg damit. Oh. Zack. So. Oh, ist noch welche. Oh, hinter uns. Zack, gehen wir nach oben. Sturmpionier. Ha, zack. Weg ist der stürmische Pionier. Techniker. Zack, weg ist der Techniker. Ha? Also unter uns. Hä? Also. Zack. Oh. Was geht hier denn so ab? Bumm. Bumm. Verdammt. Pistole. Ja, was? Kann ich die Bombe nicht jetzt schon irgendwie entschärfen? Los, los, zack, weg. Bum, 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 zack, weg. Weg, Nummer 1. Oh, Glückstreffer. Zack. Bum, weg. Alles klar. Und ein Feind ist da noch. Bumm. Nö, ich nicht, du ja. Ihr Menschen. Ball. Ihr macht mehr Ärger, als ihr wert seid. Was soll denn das? Lassen Sie die Geiseln gehen, dann leben Sie vielleicht lange genug, um sich vor dem Rat zu rechtfertigen. Ich bin dem Rat keine Rechenschaft schuldig. Oder Ihnen. Ich werde jetzt diesen Asteroiden verlassen. Sollten Sie versuchen, mich aufzuhalten, zünde ich diese Ladungen und dann werden Ihre kleine Helferin und Ihre Freunde sterben. Nur über meine Leiche. Sie werden nicht einfach verschwinden, Balak. Nicht nach dem, was Sie getan haben. Was ich getan habe? Das ist noch gar nichts, verglichen mit den Verbrechen, die an uns Batarianern verübt wurden. Wir wurden gezwungen, ins Exil zu gehen. Wir mussten uns unsere Nahrung erbetteln und stehlen, um zu überleben. Und das geht nun schon seit Jahrzehnten so. Und warum müssen wir dafür büßen? Warum lassen Sie Ihre Wut an diesen Leuten aus? Sie haben Ihnen und den Batarianern nichts getan. Nichts getan? Sie meinen, abgesehen von der Kolonialisierung einer Welt, die uns hätte gehören können, abgesehen vom Stehlen der Ressourcen, die uns hätten gehören sollen? Wir waren auf uns allein gestellt, mussten uns irgendwie verteidigen. Aber die Menschen waren stärker als wir, das wussten wir. Und auch der Rat wusste das, aber es spielte keine Rolle. Ihr seid schuld, Sie und Ihr Volk. Ihr habt Schuld an unserer jetzigen Lage. Wo wollen Sie jetzt hinaus? Und das entschuldigt den Mord an Unschuldigen? Wir hatten doch keine andere Wahl. Manchmal muss man erst jemandes Aufmerksamkeit erregen, bevor derjenige zuhört. Wie auf Elysium. Ging es auf Elysium darum, unsere Aufmerksamkeit zu erregen? Tja, das habt ihr geschafft. Und als wir antworteten, seid ihr feige weggerannt. Jetzt wollt ihr das alles von vorn anfangen lassen? Es reicht!
Sie wissen doch gar nichts. Ich glaube, Sie wollen es auch gar nicht wissen. Und ich verschwende hier meinen Atem. Wenn Sie wollen, dass Ihre Freunde noch ein wenig am Leben bleiben, sollten Sie zur Seite treten. Sie können gehen. Aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich werde Sie finden. Irgendwann. Möglicherweise. Aber ich werde dafür sorgen, dass Sie mir zumindest heute nicht folgen. Diese Sprengladungen hängen noch immer an einem Zeitzünder. Sie sollten sich lieber beeilen, wenn Sie Ihre Freunde retten wollen. So. Verdammter Ballack. Erstmal entschärfen wir schnell die Ladung hier. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Es... Ja. Ich würde super gerne wissen, warum jetzt die Batterien die Menschen so sehr hassen. Ich verstehe das nicht. Ich habe... Elysium wurde ja irgendwie angegriffen und aber ich weiß irgendwie nicht, jetzt nicht immer noch nicht so genau warum und in welcher Lage sich jetzt die Batterianer befinden. Und was? Ich kann das durchaus nachvollziehen, was später passiert ist. Da kann ich den Hass verstehen. Aber so wie das jetzt aussieht, verstehe ich den Hass nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein schlechter Mensch. Deswegen verstehe ich das nicht, weil ich das gar nicht verstehen will. Back. So. Und entschärfen. Boom. Die alle Sprengladungen wurden deaktiviert. Befreien Sie die Wissenschaftler aus der Gefängniszelle im Büro der unteren Ebene. Er ist verschwunden? Hat das seine Richtigkeit? Ja, leider. Ihn gehen zu lassen war besser als die Alternative. Ich dachte, Sie wollten sich in Sicherheit bringen und auch da bleiben. Vielleicht hätte ich ja was tun können. Irgendwie helfen. Ich hatte das Gefühl, ich müsse hier sein. Ich kenne diesen Asteroiden besser als jeder andere. Sie haben es geschafft. Noch eine Stunde und unser Kurs hätte nicht mehr verändert werden können. Ich habe ein wenig gerechnet, Shepard. X-57 wäre in der Nähe der Hauptstadt eingeschlagen. Die am dichtesten besiedelte Region. Aber dank Ihnen wird das nicht passieren. Ist Katie hier drin? Geht es ihr gut? Was ist mit Ihrem Team? Es geht ihr gut. Ballack hielt sie als Geiseln. Ich habe ihn gehen lassen, um sie zu retten. Einen Terroristen gehen lassen oder Unschuldige opfern? Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden musste. Ist das... werden Sie deshalb Ärger bekommen? Ich meine, er könnte woanders das Gleiche versuchen, oder nicht? Aber ich bin nicht wie er. Ja, das könnte er. Ballack schien mir praktisch veranlagt zu sein. Praktisch, aber hartherzig. Wenn er an meiner Stelle gewesen wäre, wären Miss Bowman und alle anderen Terroristen sicher längst tot. Aber ich werde keine Leute opfern, die zufällig zwischen mich und mein Ziel geraten. Und wie geht es jetzt weiter? Die Bösen kommen davon? Nur vorübergehend. Ballack ist heute davongekommen, aber wir werden ihm morgen auf den Fersen sein und übermorgen und auch überübermorgen. Ich, meine Crew und jede andere Crew der Allianz. Er wird wegrennen und sich verstecken, aber irgendwann muss er sich zeigen und dann schnappen wir ihn uns. Die Bösen kommen nie davon, Simon.
Nicht solange die Guten nicht aufgeben. Verstehe. Gut, dass sie nicht hinter mir her sind. Shepard, danke für das Leben meiner Enkel. Ich glaube nicht, dass ich hier bleiben werde. Nicht ohne mein Team. Zu viele Geister. Es wird für mich Zeit, zurückzugehen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber bevor ich aufbreche, möchte ich Ihnen etwas anbieten. Vielleicht können Sie mehr damit anfangen als ich. Als leitender Ingenieur stehen mir einige hochwertige Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Bedienen Sie sich. Sie haben es sich verdient. Ja. Universalwerkzeug. Oder mittelschwere Menschenrüstung. Das ist jetzt... Ja, oder eine quarianische Rüstung. Wäre auch interessant. Ja, was mit dem... Ich benötige kein Universalwerkzeug, glaube ich. Ich brauche Bioverstärker, also... Das ist für mich, ausnahmsweise hole ich mir die mittelschwere Menschenrüstung, okay? So. Diese mittelschwere Rüstung scheint mir ganz gut zu sein. Ich hoffe, sie wird Ihnen nützlich sein. Ihre drei Ingenieure... Da wäre noch was. Sie baten mich, nach Ihren verschwundenen Ingenieuren zu sehen. Haben Sie sie gefunden? Sie haben es nicht geschafft. Ja, alle. Jedenfalls Ihre Leichen. Oh, verstehe. Nun denn, ist wohl besser so, als im Ungewissen zu sein. Passen Sie auf sich auf. Alles Gute, Shepard. Wir schulden Ihnen was. Nee, ihr schuldet mir gar nichts. Seht ihr? Zurzeit verfügen Sie über 144. Ja, es wird eng. So, meisterhafte Einigkeit. Bumm, ja, Sieg. Sieg. Ja. Frontkämpfer. Warp. Und dann nochmal eben die Schrotflinte. Dr. Sony. Kriegst du noch einen Punkt auf Elektronik. Singularität. Rex. Du kriegst eben Warp und Fitness. Oh. Und 10 Gegenstände verwerten oder verkaufen. 1, 2, 3, 4. Oh Mann. Ich würde sie alle gern behalten. Wobei Protonladung war, glaube ich. Plutonium-Munition war vergiften. Laufverlängerung kann weg. So. Protonladung kann weg. Okay, und jetzt wird's halt hart. Machen wir die Kryo-Munition mal weg. Der kinetische Puffer. Hätte ich nicht machen sollen. Ich verstehe. Scheiße. Kampfscanner. Schreiben wir den Kampfscanner. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Aber ich glaube, ich muss nur noch 4 Sachen machen. Mann, das ist so ärgerlich, ich hasse. Ich wollte eigentlich in diesem Let's Play nicht in diese Situation geraten.
Ja, Brandmunition, eine Brandmunition kann weg. Habe ich irgendwas doppelt? Hier Polonium-Munition. Jetzt habe ich alles nur noch einmal da. Toll. Wolfram V. Exoskelett habe ich noch doppelt, ja. Aber Exoskelett ist wichtig. Obwohl, nein, Midi-Exoskelett wäre wichtig. Ich glaube, eine Sache muss ich noch machen, wegmachen. 3, 4, 5, 6. Bei A muss ich jetzt alle diese Sachen auf Universal reduzieren. Das wäre scheiße. Nee. Oh Mann. Oh Mann. Ja, Exoskelett hätte ich wegschmeißen sollen. Hm. Ablativer Überzug. Kinetischer Puffer. Diese ersten Sachen, die kann ich alle wegschmeißen. Aber da, ich wollte da noch was ausrüsten. Oh, jetzt hat das ein bisschen lang gedauert. Länger als ich eigentlich wollte. Oder Energiegewebe. So, nehme ich das. Panzerungsplatten. Ablativer Überzug. Und du hast auch Panzerungsplatten. Ablativer Überzug. Oder du... Nee. Ja. Das sind halt so Sachen. Spiel schnell speichern. Geisel befreien. Unglaublich, dass sie Balak gehen ließen, um uns zu retten. Ich hatte mich bereits damit abgefunden, dass sie uns sterben lassen. Ein paar zum Wohle aller Opfern. Das läuft so nicht. Dann wäre ich keinen Deut besser als diese Batarianer. Außerdem wird Balak nicht davonkommen. Ich weiß jetzt, wo er ist. Er kann nicht ewig weglaufen. Tja, jetzt klingen sie wie mein Bruder. Er war auch immer so stur, aber auch immer bereit, das Richtige zu tun. Was es auch kostet. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte ihn auch retten können. Es war nicht ihre Schuld. Sie haben getan, was sie konnten. Wenigstens ist Aaron an einem Ort gestorben, den er liebte. Er hatte mich überredet, mich dem Team hier anzuschließen. Er sagte, es wäre sowas wie ein Abenteuer. Ich will nicht undankbar erscheinen, aber ich sollte mich um Aaron kümmern. Ich werde sie nicht aufhalten. Verstehe. Sie haben heute bereits genug durchgemacht. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Danke. Ach, ich kenne nicht mal Ihren Namen. Shepard. Commander Shepard. Danke, Commander Shepard. Sie sind nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte, aber trotzdem danke. Batarianer. Was können Sie mir über die Batarianer sagen? Was wollten Sie mit dem ganzen Theater hier erreichen? Ich glaube, das wissen Sie selbst nicht. Als Sie eintrafen, hieß es, dass Sie uns auf Ihr Schiff bringen wollten. Sie wollten uns als Sklaven verkaufen. Als Balak dann auftauchte, änderte sich alles. Es war seine Idee, den Asteroiden umzuleiten.
Er sagte, das wäre der Wille der Batarianischen Rebellion, was auch immer das sein mag. Sie befolgten seine Befehle zwar umgehend, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, sie sind nicht alle so fanatisch wie er. Und Sie? Das war sehr tapfer von Ihnen, Kate. Sie haben Ihr Leben aufs Spiel gesetzt, als Sie mich über Funk kontaktierten. Sturheit und Zielstrebigkeit liegen in der Familie. Mein Vater gehörte zur Allianz der Erde. Ich glaube, er war enttäuscht, als ich keins seiner Kinder verpflichtete. Dennoch wäre er stolz gewesen auf Aaron. Tut mir leid. Ich bin nur... Asteroid? Wie ist der Asteroid hierher gekommen? Warum wurde niemand früher alarmiert? Der Asteroid sollte in 1 oder 2 Tagen eintreffen. Balak hat die Sache nur beschleunigt. Dieser Felsbrocken ist voller wertvoller Mineralien, aber er war zu weit von Terra Nova entfernt, um sie abbauen zu können. Also brachten wir einige Fusionsraketen an und machten uns auf die Reise. Alles verlief problemlos, bis... Bald wird alles wieder in gewohnten Bahnen ablaufen. Fast alles. Ich muss jetzt auch gehen. Sie haben viel durchgemacht. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Bis bald, Kate. Ich weiß das zu schätzen, Commander. Auf Wiedersehen. 16.000. 1.700 Erfahrungspunkte. Oh Mann. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich hatte uns alle schon abgeschrieben. Danke nochmals, Commander. Sie haben mehr getan, als Sie vielleicht ahnen. Aber den Bruder konnte ich natürlich nicht retten. Das ist schade. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Sie getan haben. Für uns alle. Also, dann geht's ab zur Oberfläche. Und wieder auf die Normandie. Denn Asteroid X-57 ist fertig. Und ich... ist fertig, genauso wie der Part, und ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen und dass ihr dieses Abenteuer eben miterlebt habt, mitgefiebert habt. Bis zum nächsten Part. Ciao. Wir hören uns dann wieder. Einen traumhaften Tag noch.